Hallo aus dem Trainingslager. Heute werde ich Daniel Brückner alias Bohne drei Fragen stellen. Und zwar, die erste ist, mit 33 Jahren, wie fühlt es sich an, in der Bundesliga zu spielen für dich? Hallo aus Berlin. Es fühlt sich sehr gut an. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Es macht einfach nur Spaß, in der höchsten deutschen Spielklasse zu spielen. Ich genieße es einfach, es ist einfach ein geiles Gefühl. Gute Antwort. Also, du hast schon so viele Trainingslager hinter dir. Was ist an diesem hier so besonders für dich? Ja, eigentlich nimmt sich nicht jedes Trainingslager viel. Also mir macht das allgemein immer Spaß. Also ist kein großer Unterschied zu den anderen Trainingslagern. Okay. Im Winter immer schön in der Türkei, im Sommer Österreich oder woanders hin. Ich habe jetzt nichts Besonderes, was ich jetzt hier erwähnen würde. Gut, hört sich gut an. Also du hast ja immer Kontakt zu jungen Spielern. Das wäre auch die letzte Frage dann. Du hast ja immer Kontakt zu jungen Spielern, so wie mir. Und was kannst du den jungen Spielern so, was gibst du denen für Tipps, wie sie also weiterkommen können? Und ja, wie sie sich weiterentwickeln können, was sie am besten machen können. Ich bin gerne für die Jüngeren da und was ich denen einfach nur raten kann ist, die sollen immer an sich glauben, nicht aufgeben, viel arbeiten, diszipliniert sein, nicht an andere Sachen denken, so was privat man alles noch machen kann, Fokus auf den Fußball, denn steht eigentlich nichts im Weg, dass man das schaffen kann. Und zweite Liga oder mindestens Bundesliga zu spielen können. Also so wie ich, oder? Ja, so wie fast. Gut, das war's dann. Liebe Grüße nach Deutschland. Wir sehen uns bald. Ciao. Tschüss.